Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Hallo und herzlich willkommen beim 49. Wintertreffen der Motorradfahrer auf Schloss Augustusburg. Das Wetter ist toll. Es sind massenhaft Besucher hier noch unterwegs, obwohl wir mittlerweile schon Nachmittag haben. Aber wir wollen Ihnen das natürlich nicht vorenthalten und nehmen Sie jetzt mit auf einen kleinen Rundgang. Ja, ich habe jetzt hier auch noch einen guten alten Bekannten getroffen. Und zwar, du hast hier das Dixie-Bike gebaut, ne? Hast du, ich sage jetzt mal, in den letzten 2 Jahren was dran gemacht? Es kommt immer peu à peu was dazu, ne? Also zum Beispiel habe ich die Toilettenrolle zum Beispiel geändert. Kann man jetzt schlecht sehen, aber da ist jetzt Einhornklopapier. Das ist natürlich sehr witzig. Ne? Da war eine tolle Idee von meiner Tochter, ne? Weil sie gesagt hat, dieses Standardklopapier, was das Dixie-Bike hat, das sieht doch scheiße aus. Deswegen Einhornklopapier. Wie gesagt, so wird das jährlich mit einer Kleinigkeit verändert. Und ja. So sieht das aus. Und kann es sein, dass beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, bloß ein Platz für Getränke da war? Oder war das letztens schon? Nein, eigentlich war das letztes Mal auch schon. Ist vielleicht nicht so aufgefallen, vielleicht hat die Flasche gerade gefehlt, weil ich sie gerade ausgetrunken hatte. Und deswegen fehlte die vielleicht. Ne? Ja. Ja, und leistet es wirklich gute Dienste? Ja, es bringt mich jeden Morgen runter zum Brötchen holen. Also ich fahre immer den Borgweg runter. Die Straße ist auch sehr steil und auch sehr beschwerlich, wieder hochzukommen. Deswegen fahre ich morgens runter und dann gehe ich vom Eingang aus bis nach Netto, hole Brötchen für die Nachbarschaft hier auch. Und dann fahre ich wieder ordentlich hoch, ne? Ohne ins Schwitzen zu kommen. Coole Sache. Also wir wünschen dir natürlich auch noch viel Spaß hier und ziehen aber natürlich auch langsam weiter jetzt. Ja, werden wir haben. Zuschauer, ich habe ja ein gemütliches Plätzchen gefunden und ja, duftet es auch ganz lecker. Was habt ihr hier zubereitet? Na, heute gab es als Vormittag gab's Ziegengäule. So, naja, ein bisschen was trinken und dann jetzt ist Dorsch dran. Dorsch habt ihr den selber irgendwo gefangen, geangelt oder im Aldi? Das ist richtig, selbstgefangener vom Bornholm. Na? Cool. Wo kommt ihr eigentlich her? Wir kommen aus Eilenburg bei Leipzig. So, das sind Rippachtaler, ne, die kommen aus der Rippachtal, Weißenfels, der Ecke. So, nun hier der Birnau, ne, das ist halt so eine Gruppe, ne, die hat sich schon über Jahre gebildet. Es waren mal früher mal viel mehr und jetzt sind wir halt bloß noch der letzte Rest. Ne, ne. Aber ich meine, es ist ja trotzdem hier richtig gemütlich bei euch und ihr habt sicherlich auch schon schön gefeiert, oder? Wie war es gestern Abend? Das war schon gestern gut, am Donnerstag war es am allerbesten, da ist nämlich Ruhe. So, und ja, heute müssen wir eben gucken, dass wir mit dem Zug klarkommen. Na cool. Also wir wünschen euch auf alle Fälle noch viel Spaß hier und machen jetzt natürlich wieder weiter. Ja, Dankeschön. Und Qualitätsurteil? Super. Ganz lecker gemacht. Ein Hoch dem Koch. Schmeckt gut. Schon von Weitem gesehen und ich finde deine Mütze so toll. Und wo hast du die her? Die habe ich mir selber gebastelt.
Selber gebastelt? Nicht nur, also ein Feuerwehrhelm in den Gänsefedern von Weihnachten, von Weihnachtsbroten. Okay, war die Gans wenigstens noch lecker? Nicht nur. Und noch was übrig geblieben, außer der Flügel jetzt hier? Der Rest ist alles verspült. Und war das wenigstens eine glückliche Gans? Vom glücklichen Bauern, nicht wahr? Okay. Und wollen wir jetzt noch einen Glühwein zusammen trinken gehen oder was meinst du? Wir wollen uns also nämlich auch so langsam von den Zuschauern hier verabschieden. Das können wir machen, dort ist die Küche. Auf der Feuerwehr ist die Küche und daneben ist die Wohnstube. Da können wir uns neu setzen. Okay, das machen wir. Trinkst du ein? Jo. Sehr gut. Übrigens hat das Ding Fußbodenheizung. Fußbodenheizung? Ja. Geht aber hier nicht, weil wir hier kein Lagerfeuer haben. Das geht nur mit Lagerfeuer. So, also, wir trinken jetzt noch gemütlich ein, ne, und wir sagen Tschüss. Ja, mach's gut. Ja, wenn du Feuer hast, dann ziehst du das raus, kannst du dir eine Kupferschlange im Feuer reinmachen. Und dann hast du immer warme Füße. Am 14. Januar eröffnete das Mehrgenerationenhaus Hohenstein-Ernsthal im großen Saal des Schützenhauses das Tanzteejahr 2020. Ja, wir sind ganz stolz, dass es immer mehr werden und dass unser Saal heute keinen einzigen freien Platz hat. Man startete vor ein paar Jahren die Tanzveranstaltung nach Anfrage eines tanzfreudigen älteren Herren. Und er hat gefragt, er geht immer nach Lugau und so zum Tanzsee, ob wir nicht auch mit Tanzsee losmachen können. Und da haben wir vor 4 Jahren drüben einen kleinen Saal losgemacht mit 17 Personen. Und jetzt sind wir 120. Das Tanzbein zu schwingen, gibt es nicht so viele Möglichkeiten für Senioren. Deswegen wird der Tanztee in Hohenstein-Ernsthal gut besucht. Unser Bürgermeister ist auch ganz stolz und er freut sich auch, dass so viele Leute jetzt hier kommen. Und ich möchte mich auch hiermit beim Bürgermeister bedanken, dass er das ermöglicht hat, dass wir den großen Saal nutzen dürfen. Es sind nicht nur Hohenstein-Ernsthaler, die jeden zweiten Dienstag im Monat im Schützenhaus tanzen. Die kommen aus Mirane, die kommen aus Glaurau, die kommen eigentlich aus der ganzen Gegend von hier. Liechtenstein sind etliche Zweitische. Man kommt gern, auch weil sich die Veranstalter viel Mühe geben, den Senioren einen gemütlichen Nachmittag zu bieten. Es kostet 4 Euro Eintritt, unser Tanztee. Und er beginnt mit dem Kaffee trinken, wo alle erst ihre Tasse Kaffee trinken und dann ihren Kuchen essen. Und dann geht es auch schon los und da ist die Tanzfläche immer schon im Nu gefüllt. Getanzt wird nicht einfach so, sondern stets unter einem Motto. Heute ist Eiszeit, dem Winter entsprechend. Nächstes Mal ist Fasching, Altwestern, dann kommt Frühlingserwachen, sodass wir mit den Monaten gehen und mit den Jahreszeiten und uns dann so ein bisschen danach richten. Und so machen wir auch unsere Deko und das finden die Leute eigentlich immer ganz toll. Der nächste Tanztee findet am 11. Februar ab 14.30 Uhr statt. Dann lautet das Motto, weil Fasching ist, Western von gestern. Der Tillinger Faschingsclub hatte Glück im Unglück, dass er sich am 1. Februar den Faschingsfreunden aus St. Egidien und Umgebung präsentieren konnte, so wie schon eine Woche zuvor. Unsere neue Saison unter dem Motto Sackhüpfen und Ringen Olympia in Tillingen ist gestartet. Wir haben die erste Veranstaltungswelle sozusagen mit Ulti-Fasching, erster Veranstaltung und Kinderfasching erfolgreich hinter uns gebracht. Es wurde sehr gut angenommen. Sie ahnten nicht, dass nach der ersten Veranstaltungswelle eine ganz andere Welle auf sie zukommt. Wir hatten in der letzten Woche einen kleinen misslichen Zwischenfall, wo durch einen Rohrleitungsschaden ein Wasserschaden entstanden ist. Dort hat sich gezeigt, wie nah der Verein doch zusammensteht, wo alle Gruppen entsprechend zusammengefunden haben, um die erste sozusagen Schadensbehebung durchzuführen. Großer Dank auch an die Gemeinde und an die Firma Helot, die da entsprechend großartig sozusagen interveniert haben und mit Notprogramm
und so weiter und so fort die Weiterführung der Faschingssaison zu ermöglichen, beziehungsweise die Nutzung der Halle zu ermöglichen. Dank der vielen Unterstützung konnten die Olympischen Spiele in Tillingen ein zweites Mal starten. Ich denke, wir hatten letzte Woche eine super Veranstaltung. Wir haben heute auch wieder ausverkauft. Der Laden brummt. Wir mussten leider etwas umbauen, aber das, denke ich, gehen alle mit. Da bedanken wir uns nochmal bei allen. Ne? Das hat super funktioniert und ja, ich denke, wir haben heute nochmal ein tolles Programm. Wir werden alle zufriedenstellen. Ja. Und morgen wird straff weggeräumt. Also immer viel Arbeit für alle Mitwirkenden. Zumal das Programm diesmal sehr lang war. Wir haben sozusagen unsere bekannten Gruppen dabei. Das sind die Saalpolizei, die Sportgruppe, unsere große, unsere kleine Garde, die Fädenkids sowie die Tanzgruppe Déjà-vu. Habe ich jemanden vergessen? Nee, das sieht gut aus. Besonders stolz sind die Tillinger auf ihren Nachwuchs. In der großen und in der kleinen Garde sind wir sehr froh, dass wir da jedes Jahr neue Gesichter drin begrüßen können. Natürlich auch in den einzelnen Gruppen gibt es jedes Jahr Zuwachs und wir sind dann natürlich sehr, sehr stolz darüber, dass der Tillinger Fasching so viele Leute immer noch an sich bindet und hoffen, dass es natürlich so weitergeht. Das stimmt. Genau. Und darauf ein dreifach Tillinger Hund. Mess! Hund! Mess! Hund! Mess! Fasching ist nicht nur Spaß, sondern bedeutet Arbeit. Der Lohn ist der ausverkaufte Saal. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit Louis Büttenrede, der unter anderem die sportliche Gemeinde würdigte mit den Angeboten von Fußball bis zu Kunstradfahrten, mit Tischtennis und Volleyball fürs Vorschulkind bis fast uralt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, bald gibt's im Keller Schwimmunterricht. Sport, will man meinen, ist eine gesunde Sache. Das VIP-Org-Team musste bei der Vorbereitung der Olympischen Spiele in Tillingen allerdings feststellen, dass nichts mehr so wie vor Greta ist, selbst bei einfachen Eintrittskarten. Gibt keine Papierkarten mehr, merkst du? Die Greta hat was dagegen. Hat's gehört? Um das Klima nicht zu belasten, entschied man sich, die Tillinger Spiele durch und durch regional zu veranstalten, auch was die Sportarten betrifft. Haben Sie die aus Erden geschissen oder was? Tontaub, Feinstaub, schon mal was davon gehört? Geht gar nicht. Ist noch CO2-neutral. Ist gut. CO2-neutral. Die brauchen kein CO2-neutral. Ich hab auch eine Beste. Lass mal die Tauben. Wir holen den Tauben. Nee, immer auf die armen Tauben. Nein, Kollege. Den Tauben. So. Kuhschnappler Badewannenrennen war ebenfalls keine gute Idee. Zu viel Wasserverbrauch. Dann geh ich halt duschen. Dann geh mal duschen. Rennen mit Elektrotraktor, betrieben mit Atomstrom aus Frankreich, kam ebenso nicht gut an. Und das festliche Rahmenprogramm sollte zur Olympiade St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich gestalten. Das Honorar reicht nur für ein halbes Lied. Ja, Hau Abwehr, entschuldige mal. Was ist denn noch? Hast du in den letzten noch so eine Worte? Da hat unser Griech halt unterwegs eine gefunden. Ist das deine? Also, kann ich jetzt nicht so sagen. Guck hier, die. Ja, links oder rechts? Egal. Rechts. Jetzt. Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Die Olympischen Winterspiele in Tillingen zu veranstalten, gestaltete sich um vieles einfacher. Nachdem sich St. Egidien einen brillanten Ruf als Sportaustragungsstätte erarbeitet hatte, wurden hier sogar die Highland Games ausgerichtet. Das geht so nicht! Also irgendwas stimmt hier nicht. Wo Sport getrieben wird, ist die Dopingkontrolle nicht fern.
kommt jemand auf die Idee, wenn wir kosten? Denkst du, die haben doof? Sehe niemand. Ah! Aber wir als Lieder spüren. Und? Einmal frei. Lecker! Kannst du mal sagen, was die Zapsi? Die Faschingsveranstaltung nutzte man auch in diesem Jahr, um sich bei langjährigen Mitstreitern zu bedanken. 30 Jahre wirkte Detlef Fischer bei der Saalpolizei mit. Detlef, verabschieden wir aus dem aktiven Dienst der Saalpolizei. Das bedeutet, was bedeutet natürlich beim Notfall als Reservist, dass wir wieder zurückholen. Detlef, vielen, vielen Dank für das, was du hier eigentlich dem Publikum immer geboten hast. Und ja, viel Gesundheit und bleib uns irgendwie gesonnen, ne? Auf unseren Detlef ein Tag auf Delegation! Bedankt wurde sich ebenso bei Krümel für seine 30 Jahre bei den Tillingern. Du siehst, du bekommst natürlich gutes Bier. Auf unseren Krümel ein dreifaches Tillinger. Und wie früher das Fernsehprogramm endete, endete auch die Tillinger Olympiade. Pünktlich zum Ferienbeginn öffnete der Modellbahnclub 322 Liechtenstein seine Ausstellungsräume in der alten Färberei im Grüntal, um Besuchern die verschiedenen Modellbahnanlagen zu präsentieren. Also wir haben ja von N bis Gartenbahn alles vertreten. Na, hier stehen wir vor der N-Anlage, gegenüber haben wir sogar Lego, H0-Gemeinschaftsanlage, Null-Anlage, die TT-Anlage vom Bahnhof Liechtenstein originalgetreu nachgebaut. Und so ist also für jeden was dabei, auch was für die Kinder zum Spielen. Für den Liechtensteiner Modellbahnclub ist jährlich die Winterzeit Ausstellungszeit. Neben der Winterferienausstellung lädt er stets zur Neujahrs- und auch zur Vorweihnachtsausstellung ein. So sehr viel Neues gibt es ja nicht. Im Winter wird nicht viel gebaut. Ja, die Bauerei geht dann jetzt nach den Ausstellungen wieder los. Wenn man mal so durchguckt, sind da noch viele Anlagen, wo es noch genug zu tun gibt. Und das wird dann im Sommer die Zeit wieder genutzt, sodass sicherlich dann spätestens zur Herbstausstellung, also zu den Vorweihnachtsausstellungen, dann wieder einiges Neues zu bestaunen gibt. Das Besondere an 322 ist die Vielfalt an Spurweiten. Auch was die Generationen betrifft, die bei dem Modellbahnclub mitwirken, ist man breit aufgestellt. Der Jüngste ist 12 im Moment und bis 80 plus und sind alle Generationen vertreten. Sodass es immer wieder nach wie vor eine gesunde Mischung ergibt. Und jeder bringt da sein Wissen und Können da in den Club ein. Beim Hobby Modellbahnbau ist Vielfalt gefragt. Man muss ja, wenn man mal anfängt, die Grundplatte bauen, da muss man Tischler sein. Und dann möchte man ein bisschen von der Elektrik Ahnung haben und ein bisschen Fingerspitzengefühl, wenn es dann an die Landschaft geht. Also man muss also vielfältige Gewerke hier vertreten. Das ist natürlich auch das Schöne im Club, dass sich da verschiedene Leute auf verschiedene Gebiete dann auch ein bisschen spezialisieren. Ne? Der eine ist mehr der Elektroniker, der andere mehr der Landschaftsbauer und da ergänzt sich das dann auch wunderbar. Die Liechtensteiner schmoren zudem nicht im eigenen Saft. Jedes Jahr gibt es Gastaussteller, so wie Uwe und Jacqueline Löbe aus Meuselwitz. Wir zeigen Feuerwehrmodelle, teils selbst gebaut, teils gesammelt und ein Brandiorama, was schon ein bisschen was über 20 Jahre alt ist. Das haben wir damals für Hamburg gebaut, hat etliche Jahre auf dem Boden gestanden und jetzt haben wir es wieder mal ausgekramt. Bei Uwe Löbe dreht sich so ziemlich alles um Feuerwehr. Weil man selber 28 Jahre selber bei der Feuerwehr war, heute geht es gesundheitlichen Gründen nicht mehr und es ist trotzdem noch mein Steckenpferd. Angefangen mit Modellbau, angefangen mit Dioramen bauen und jetzt sind mittlerweile in den letzten 20 Jahren sind über 300 Fahrzeuge entstanden im Eigenbau, sogenannte Breiterbausätze. Viel selber machen, die Preiserbausätze als Basis und dann noch Zeichnungen, Vorbildfotos
Beschreibung wurden die Fahrzeuge gebaut. Eine Marke hat es ihm besonders angetan. Er widmet sich hauptsächlich Magirus. Ich baue die Geschichte von Magirus schon 23 Jahre oder 24 Jahre hat angefangen. Da ist auch einiges von DDR-Zeiten mit dabei, zum Beispiel die Berufsfeuerwehr Potsdam, der aktuelle Fahrzeugbestand von 80er Jahren, einschließlich mit Amphibienfahrzeug, was in der DDR sehr rar war. Man kann mit Uwe Löbe nicht nur über seine Modellfeuerwehrin fachsimpeln, sondern erfährt auch viel zur Geschichte der Originalfahrzeuge. Ja, zum Beispiel Flugfeldlöschfahrzeuge, da ist mittlerweile ein ziemlich dicker Ordner entstanden. Und da sind Fahrzeuge entstanden, zum Beispiel für Berlin-Schönefeld, das voraussichtliche Fahrzeug. Das müsste beschafft werden, sonst hätte der Flughafen gar nicht eröffnet werden können. Dann sind diverse Einzelstücke empfangen. Da denke ich an das FLF Beirut zum Beispiel, was für die Amis gebaut wurde und dann auf abenteuerlichen Wegen nach Deutschland, nach Hanau zurückkam. Da gab es noch ein zweites Fahrzeug, was in Libyen gelaufen ist. Dann der legendäre Caracasso-Löschzug von Magirus, der 1957 explodiert wurde, bis hin zu Flugfeldlöschfahrzeugen des Typs A, des Typs B. B war mit normalen Lkw-Fahrerhaus oder C, welches nach Schweden explodiert wurde. Und so weiter. Einschließlich die ganzen Sattelschlepper und die nachfolgenden Generationen. Einen Feuerwehrexperten hat auch der Lichtensteiner Modellbahnclub. Er ist ebenfalls Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und stellte einen Löscheinsatz mit allem Drum und Dran im Modell dar. Zu besichtigen auch am zweiten Ferienwochenende. Es ist sehr schön, es ist sehr schön aufgeteilt alles. Einzelne Anlagen, alles wunderschön. Kann man nur empfehlen, sich das hier anzusehen. Wer es an den zwei Ausstellungswochenenden in den Winterferien nicht schaffte, den Modellbahnclub 322 zu besuchen, muss auf die zwei nächsten Ausstellungswochenenden in der Vorweihnachtszeit warten. Wer Steinreicher antreffen wollte, hatte am 15. Februar an der Oberschule Flöha-Plaue die Möglichkeit dazu. Ein herzliches Glück auf von unserer 31. Flöha-Mineralienschau. Ich kann zufrieden sein, nachdem wir ja voriges Jahr das 30. hatten. Wir haben über 30 Aussteller und geschätzt in der ersten Hälfte schon über 250 Besucher. Also ich denke mal, nicht zu lügen, wenn Sie sagen, dass die Händler und die Sammler, die heute hier ausstellen, auf ca. 100 Laufmeter, dass sie heute Abend alle zufrieden sein werden. Auf den 100 Laufmetern wurden die verschiedensten Mineralien präsentiert. Sammler kennen sich bestens aus, aber so mancher Laie war erstaunt, was es in der Region alles so zu finden gibt. Wenn Sie nach diesem Achat hier fragen, das ist ein bisschen eine Spezialausbildung. Das kommt aus der Lagerstätte St. Egidien. Das ist Achat in Rhyolith, Quarz-Porphyr, als Geode. Die besondere Ausbildung ist einmal der sogenannte Adol-Achat. Das heißt, wo nochmal ein Achatkörper um eine kleinere Geode drumherum gewachsen ist. Und relativ selten ist auch diese sogenannte Uruguay-Wanderung hier in dem Stück. Eigentlich ist es ein Dreikammer-Achat, weil man eine Normalausbildung mit Druse hat, dann unten eine Achatkammer mit anderer Achatentwicklung, anderer Färbung und darüber eine rote Druse und diese Uruguay-Bänderung. Dort haben sich also die Quarzteilchen, die Mikrokristallin, nach einem Schwerefeld der Erde eingerichtet und haben das praktisch solche Lagen gebildet. Neben den heimischen Mineralien durften Besucher vieles bestaunen, was aus Lagerstätten auf anderen Kontinenten zusammengetragen wurde. Die Fundstelle liegt im Himalaya auf 5400 Meter. Die Erkundung ist natürlich sehr, sehr schwierig und vor allem der begrenzte Zeitraum, wo man diese finden kann, ist natürlich auch sehr, sehr begrenzt. Hier ein kleineres Stück davon. Wer sich für das Hobby Mineralien interessiert, findet in der Region mit Sicherheit den einen oder anderen Verein, bei dem man willkommen ist, mitzumachen. Auf Gleichgesinnte trifft man in reinen Mineralienvereinen, aber auch in Bergbauvereinen. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz.
Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Einen Wauwau gab es am 29. Februar und 1. März nur als Plüschtier in der Muldentalhalle in Wilkau-Haslau. Es dominierten die Samtpfötchen, denn es fand die internationale Rassekatzenausstellung statt, auf die Beine gestellt vom Rassekatzenverein Mülzener Samtpfötchen. Als eingetragener Verein gibt es uns dieses Jahr 20 Jahre. Wir waren vorher 5 Jahre als Ortsgruppe der Verliner tätig. Und es ist unsere 14. internationale Ausstellung und mittlerweile die 10. hier in Wilkau-Haslau. Die fand nicht nur bei den Besuchern eine sehr gute Resonanz. Wir hatten dieses Jahr so viele Aussteller, die angefragt hatten, dass wir weit vor Meldeschluss schon einigen absagen mussten, also weil die Hallenkapazität gibt einfach nicht mehr her. Das ist eigentlich das, was wir in den letzten Jahren, wo die Ausstellerzahlen immer rückläufig gewesen sind, ging es dieses Jahr endlich mal wieder ein bisschen aufwärts. Über 80 Aussteller präsentierten ihre Samtpfötchen. Eins stach besonders ins Auge. Es ist ein enormer Wandel unter diesen Katzenrassen vorhanden. Nachdem wir in den letzten Jahren überwiegend einen Teil Halblanghaarkatzen hatten, haben wir dieses Jahr fast zur Hälfte Kurzhaarkatzen. Es sind das erste Mal bei uns auf einer Ausstellung 22 verschiedene Katzenrassen anwesend. Also so viel hat man überhaupt noch nicht. Und davon mindestens 10 Kurzhaarrassen. Gründe, warum Kurzhaarkatzenrassen derzeit hoch im Kurs stehen, könnten sein: Weil sie pflegeleichter sind als die Langhaarkatzen und die Halblanghaarkatzen. Zum anderen, wenn man sich die Kurzhaarkatzen anguckt, zum Beispiel die Bengalkatzen oder die Aussie Cat, die haben einen wilden Ausdruck. Und vielleicht verlockt das jetzt die meisten Züchter oder auch die meisten Interessenten, dass sie diese Katzen sehen wollen. In ein paar Jahren kann das schon wieder ganz anders aussehen, denn die Trends ändern sich. Was zu DDR-Zeiten eigentlich eine der häufigsten Rassen waren, waren die Siamesen. Da haben wir an diesem Wochenende eine einzige, die ist morgen da. Wir haben eine einzige Thai-Katze, das ist praktisch dieser alte Typ Siam-Katzen. Wir haben die Lockenkatzen, die sind eigentlich ziemlich selten auf der Ausstellung. Und wir haben Orientalen, die sind auch sehr selten auf Ausstellungen, zumindest bei uns hier in der Gegend. Zahlreiche Preise wurden an dem Wochenende vergeben. Zum Beispiel, wenn drei schwarze Perserkatzen da sind, kann ein Preis vergeben werden für die beste der schwarzen Perserkatzen. Es kann aber, wenn 5 verschiedene Perserkatzen da sind, also nicht die gleichen Farben, kann ein Preis vergeben werden für die beste Perserkatze. Dann werden Sonderpreise vergeben, wo die Zuchtrichter sagen, also diese Katze ist super, die hätte auch mit Konkurrenz gewonnen. Und dann zum Schluss, was jetzt gerade durchgeführt wird, ist die Best in Show. Dort werden alle nominierten Katzen, also die Katzen, die von den Zuchtrichtern vorgeschlagen werden zur Prämierung, gegeneinander verglichen. Und zwar machen wir das bei uns so, es gibt 4 verschiedene Haarkategorien, beziehungsweise 3 verschiedene Haarkategorien. Und da wir mehr als 25 Vertreter der Rasse Maine Coon da haben, haben die eine eigene Best in Show. Es gibt also bei uns zu dieser Ausstellung eine Best in Show Maine Coon, eine Best in Show Kurzhaarkatzen, eine Best in Show Langhaarkatzen und eine Best in Show Halblanghaarkatzen. Die Jury war international besetzt. Es kommen 3 Richter aus Deutschland, eine kommt aus Holland und eine kommt aus Frankreich. Die besten Tiere auszuwählen, eine schwierige Aufgabe. Denn Schmuck waren die Samtpfötchen allesamt, zumindest für die Besucher. Die Jurymitglieder interessierten sich für Details. Also es gibt für jede Rassekatze gibt's einen bestimmten Standard. Also wie groß dürfen die Ohren sein, wie lang muss der Schwanz im Verhältnis zum Körper sein, wie muss das Fell sein, wie muss die Augenfarbe sein. Und die Katzen werden danach bewertet, inwieweit sie dem jeweiligen Rassestandard entsprechen.
Der ausrichtende Rassekatzenverein Mülzener Samtpfötchen möchte auch im nächsten Jahr wieder eine internationale Ausstellung durchführen. Aber ich sag mal, wir haben an Mitgliedern gewonnen. Wir sind jetzt mittlerweile 76 Mitglieder. Aber es werden immer weniger, die mithelfen. Sag mal, es ist schon eine enorme Anstrengung, die Vorbereitung zu einer internationalen Ausstellung. Und dann lastet die viele Arbeit halt auf immer weniger Schultern. Das ist eigentlich die traurige Entwicklung in der heutigen Zeit. Wer Lust hat, den Verein tatkräftig zu unterstützen, ist herzlich willkommen. Vorzubereiten gibt es als nächstes die traditionelle Hobbyausstellung, die wieder im Herbst stattfinden soll. Am 5. März waren Pressevertreter eingeladen, einen Blick auf die Baustelle in der Halle zu werfen, die zur Landesgartenschau 2019 in Frankenberg als Blumenhalle diente und nun zur Zeitwerkstatt Frankenberg umfunktioniert wird. An dem Tag wurden zudem die ersten großen Exponate angeliefert und eingebaut. Ein Hingucker wird für die Besucher der Zeitwerkstatt der Barkas sein. Nicht nur aufgrund der Blumenmotive, sondern weil der Stadt waagerecht, senkrecht präsentiert werden wird. Exponate kommen noch reichlich hinzu. Maschinen, die auch zum Teppichweben gehören. Das ist eine sogenannte Semper-Schlagmaschine, die kommt. Mit der werden Lochkarten letztendlich hergestellt und die Webmuster damit hergestellt. Und so schaffen wir auch den Link aus der vergangenen Zeit, also um die 1920er Jahre, wo es schon Lochkarten gab. Das war ja relativ lange Zeit, wo die benutzt wurden. Als Datenträger kommen wir dann auch in die digitale Zeit damit, sodass wir auch den Jugendlichen und Kindern eben auch sagen können, aus 0 und 1 und der Pappkarte, schon morgen, wird heute ein Mobiltelefon mit 0 und 1. Abgebildet werden sollen in der Zeitwerkstatt verschiedene Industriebereiche. Denn die Stadt Frankenberg hat ja eine wirklich unfassbar lange Geschichte der Industriekultur. Und das ist ja auch, was dieses Haus verkörpern soll. Innovation und Pioniergeist, das ist eigentlich das absolut Entscheidende, was wir hier hervorbringen wollen. Wir wollen den Menschen zeigen, was es bedeutet, von Null anzufangen, etwas zu entwickeln, durchaus mal zu scheitern, wieder in Gange zu kommen, was Neues sich zu überlegen. Dann gab es wirtschaftliche Probleme, es gab Kriege zwischendurch. Und da hat man sich auch Sachen erdacht, wie man weitermachen kann. Und das versuchen wir, diesen Spirit versuchen wir hier in dieser Ausstellung den zukünftigen Besuchern dann nahe zu bringen. Man widmet sich nicht nur der Geschichte. Die Industriekultur lebt ja fort. Es gibt hier Industriezweige, die weltmarktführend sind in bestimmten Bereichen. Und gerade was Automobilindustrie angeht, Teileveredelung und ähnliches, sowas wird hier natürlich auch noch durchgeführt. Es werden Druckwalzen hier in Frankenberg hergestellt, immer noch, die schon damals hier hergestellt wurden für die Tuchdruckereien. Und so können wir dieses Ganze eben von der Vergangenheit in das heutige Jetzt und auch in die Zukunft bringen. Druckindustrie ist ein Thema. Wir werden große Druckmaschinen hier haben. Die Zeitwerkstatt Frankenberg wird zu Zeitreisen durch die unterschiedlichen Industriezweige einladen. Das teuerste Einzelstück in der Ausstellung: Medieninstallation, 6x6x6 Meter Würfel mit einer gesamten bespielten Fläche von 185 Quadratmeter Monitor. Und dort werden dann Filme gezeigt, die einmal natürlich die Ausstellung erklären, dass man, sag mal, einen guten Einstieg findet in diese Ausstellung. Das ist das Erste, was die Besucher sehen werden. Aber auch Filme, die über die Technik, die Industriekultur und den Pioniergeist Sachsen berichten werden. Und so aufgeheizt werden dann die Menschen über die Rampe in die erste Etage gehen und dann von oben nach unten die Ausstellung dann erleben. Die Erlebnisausstellung, die von der Leisure Work Group im Auftrag der Stadt Frankenberg konzipiert und umgesetzt wird, soll Mitte 2020 eröffnet werden. Musik.
Zum 10. Tag der Archive öffnete auch das Hohenstein-Ernsthaler Stadtarchiv am 7. März seine Türen für interessierte Besucher. Dass manche Handschuhe trugen, hatte nichts mit dem Coronavirus zu tun, sondern mit dem Schutz empfindlicher Dokumente. Einer, den man des Öfteren und nicht nur zum Tag der Archive in den Räumen antreffen kann, ist der Stadtchronist Wolfgang Heimann. Also wir können erstmal unheimlich stolz sein, dass wir ein so hervorragend funktionierendes Stadtarchiv haben. Zwei Mitarbeiter archivieren hier Stadtgeschichte. Urkunden, Akten, Fotos, Zeitungen etc. Sozusagen das Gedächtnis der Stadt, auf das aus verschiedenen, auch privaten Gründen zurückgegriffen werden kann. Die genaue Anzahl der Akten kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Die wachsen auch immer. Schon vor allen Dingen, wir stehen hier im Bauarchiv, wo also die ganzen Bauakten über die Häuser zu finden sind, sowohl die Altakten, die frühesten so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bis zu den Akten, die also in den letzten Jahren zu den entsprechenden Häusern entstanden sind. Und hier kann man also über die ganzen bauliche, über die ganze bauliche Geschichte der Stadt sehr viel im Detail erfahren. Im Stadtarchiv gibt es Akten, auf die Wolfgang Heimann besonders gern zurückgreift. Das ist zum Beispiel das Hausbuch vom Dr. Streller. Das ist in 30 Jahren erarbeitet worden. Und dieses Hausbuch beinhaltet für jedes Haus, allerdings leider nur in Hohenstein und vor allen Dingen an Standorten, die schon 1840 bebaut waren, die entsprechende Hausgeschichte mit den Hausbesitzern, mit den Verkaufsdaten aus den Geschäftsbüchern. Und da kann man natürlich unheimlich viel Geschichte wieder lebendig machen. Man hat dort in konzentrierter Form die Daten über die Häuser, vor allen Dingen im Zentrum der Stadt, aber leider nur von Hohenstein. Von Ernsthal existiert kein Häuserbuch, also dort ist es äußerst schwierig mitunter, die Geschichte von einzelnen Häusern bis ins 16. Jahrhundert zurück verfolgen zu können. Die Stadt auf dem Hohenstein kann sich dafür jedoch glücklich schätzen, dass das Archiv keinen großen Katastrophen zum Opfer fiel. In Hohenstein ist also Gott sei Dank das Archiv nie abgebrannt. Das Rathaus, was also heute noch Rathaus ist mit einigen Um- und Anbauten, das ist nie abgebrannt. Und das ist 1702, 1703 gebaut worden und da hat sich immer das Ratsarchiv drin befunden. Und es hat aber andersseitige Verluste gegeben. Man hat zu DDR-Zeiten zum Beispiel sein Altpapiersoll mitunter damit erfüllt, dass man einfach ein paar Akten aus dem Archiv mit abgeliefert hat. Und es hat auch zur Wendezeit in den ersten Tagen ziemliche Verluste gegeben. Da gab es also hier noch eine Braunkohlenheizung in diesem Gebäude. Und da hat man also auch noch vieles verfeuert, was uns leider heute fehlt. Wie viel Zeit verbringt eigentlich der Stadtchronist Wolfgang Heimann im Hohenstein-Ernsthaler Stadtarchiv? Naja, da muss ich dazu sagen, ich müsste eigentlich mehr hier sein im Stadtarchiv. Aber ich habe ja in der Zwischenzeit in den letzten 40 Jahren mein eigenes Archiv als Stadtchronist gesammelt. Und das sind immerhin 120 laufende Meter. Akten von Hohenstein-Ernsthal oder über Hohenstein-Ernsthal, teilweise aus Nachlässen und ähnliches mehr, was ich mal eines Tages dem Stadtarchiv übergeben werde. Und es gibt dazu auch schon einen Vertrag mit dem Oberbürgermeister, so dass diese Akten, die gesammelten und geordneten, dann auch wirklich wieder für die Nachwelt erhalten bleiben und mit einem Besuch des Stadtarchivs eingesehen werden können. Wollen wir mal hoffen, dass das bis dahin noch ein paar Jährchen dauert. Der Bezirksverband Chemnitz des Sächsischen Rassegeflügelzüchterverbandes führte am 14. März in der Parkschenke Limbach-Oberfrohna seine alljährliche Delegiertenversammlung durch. Es sind geladen die 18 Kreisverbände, die innerhalb des Bezirksverbandes organisiert sind. Und da hat jeder Kreisverband seine Delegierten, die dann hierher kommen. Zur Jahreshauptversammlung mussten zahlreiche Punkte abgearbeitet werden.
Das sind im Prinzip die Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden, des Kassierers und des Zuchtwortes. Und dann stehen halt die alljährlichen Wahlen an des Vorstandes, da dann in einem dreijährigen Rhythmus immer verschiedene Mitglieder gewählt werden. Dieses Jahr sind der Vorsitzende, also meine Person, und der Beisitzer dran. Der Verband zählt zurzeit 4.400 Mitglieder. Es sind dieses Mal wieder etwas mehr Mitglieder. Wir hatten auch schon Jahre, wo ein bisschen mehr Verlust ist. Aber trotzdem ist generell zu sagen, dass die Mitglieder immer weniger werden. Zu den Problemen gehört also Überalterung in den Verein, seltener Nachwuchs. Also die Jugend ist schwer vom Sofa hervorzulocken. Sie haben ja auch mittlerweile auch andere Vereine die Probleme, ob das jetzt Sport ist oder sonstige, dass eben der Nachwuchs fehlt und daraufhin dann immer wieder weniger Mitglieder werden. Und natürlich ist auch immer eine Schwierigkeit jetzt beim Geflügel. Es ist ein Hobby, was 365 Tage im Jahr in Anspruch nimmt. Die Tiere müssen versorgt werden. Es müssen auch dann dementsprechend ein bisschen bei den Jugendlichen die Eltern dahinter stehen, dass wenn in Ferienzeiten oder bei Klassenfahrten die Tiere ja trotzdem versorgt werden. Und das ist jetzt mittlerweile doch ein bisschen ein Problem, dass dann das fehlt, die Unterstützung, und da viele auch das bisschen scheuen, dieses Hobby vorzunehmen. Genauso ist es natürlich mit der Nachbarschaft. Im städtischen Bereich wird es ja immer schwieriger, Geflügel zu halten. Die Hähne, die Krähen, ist ja bekanntlich, und da stürzt doch den einen oder anderen Nachbarn. Und das Gleiche ist bei den Tauben, wenn sie im Freiflug sind, dass doch der ein oder andere Nachbar sich dadurch gestört fühlt. Ganz besonders trifft das zu, wenn Städter auf die Dörfer ziehen. Der Nachbar stört sich da dran, der wollte ja natürlich aufs Dorf gehen, weil es ruhig ist, und dann fängt der Hahn an zu krähen, früh um 5. Ist natürlich nicht so schön, aber irgendwo gehört es ja eigentlich zum Dorfleben dazu, dass Tiere vorhanden sind und da ein Krähen, ein Gacker oder ein Gegore zu hören ist. Die, die sich der Geflügelzucht verschrieben haben, mögen an ihrem Hobby die Tiere so zu erleben, den Rhythmus zu erleben im Jahr eigentlich, vom Eierlegen, die Brut und anschließend dann der Schlupf der Küken, die Küken sehen, wie die aufwachsen. Und dann haben wir ja im Herbst unseren Höhepunkt mit der Ausstellung. Dort werden ja dann die Tiere, die wir im Jahr gezogen haben, präsentiert und geehrt, was hier dann natürlich auch mit zum Zuge kommt. Hier werden dann ja die Leistungspreise und die Zuchtpreise, die errungen worden sind, aufschauen, vergeben. Und das ist natürlich der Höhepunkt auch mit von dem Züchter, wenn er dann solche Preise erhalten kann und darf, aufgrund seiner züchterischen Leistungen. Und natürlich ist es auch ein bisschen eigentlich entspannend, wenn man so den Tieren sich mit beschäftigt. Man kann sie beobachten. Ja, es ist sehr zutraulich und das alles. Also es ist ein lebendiges Hobby in der Hinsicht. Einen Tag vor der Delegiertenversammlung kam aus Bad Lausick keine gute Nachricht. Ja, schon gehört, da ist nun die Vogelgrippe. Da hat man jetzt einen Kleinbestand, der jetzt von der Vogelgrippe betroffen ist, oder Aviaria Influenza besser gesagt. Und da musste nun natürlich der Bestand getötet werden. Aber es ist zwar sehr traurig, aber man muss eben sehen, die Seuchenprophylaxe geht hier in dem Fall vor. Wenn es dann mehrere Bestände betreffen würde, wo das dann auftritt, ist ja der Schaden doch größer. Wir hoffen das Beste, und dass dort nicht so viel Schaden entstanden ist und dass vielleicht dort trotzdem eine Zucht wieder weitergeht. 2016-17 hatten die Geflügelzuchtvereine große Probleme aufgrund der Vogelgrippe. Da hatten wir den großen Grippezug bei den Vögeln, wo viele Ausstellungen dann abgesagt werden mussten, wo ja das Geflügel aufgestellt werden musste. Und da gab es natürlich auch viel Ärger von den Züchtern, aber ich denke mal, das gehört zur Prophylaxe auch von unserer Seite herzu. Wir sehen sie jetzt, wenn man den Bezug sieht zur Coronavirus. Ne, jetzt werden auch viele Veranstaltungen abgesagt. Es ist vernünftig, dass Großveranstaltungen, wo wirklich Publikum, was weltweit unterwegs ist, abgesagt wird. Wir haben uns heute dazu entschlossen, trotzdem das durchzuführen. Ich denke mal, unser Bezirksverband, das ist noch überschaubar, und es sind ja nicht die Masse. Und ich hoffe, es sind wirklich nur Gesünder heute angereist, um den Virus einzudämmen. In Sachen Corona war Limbach-Oberfronas Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel unterwegs, weshalb der Bürgermeister Robert Volkmann die Delegierten begrüßte. Ja, so ähnlich, wie das Herr Dr. Dreck so schon gesagt hat, wie beim Landkreis, so ist es auch im Moment bei uns in der Stadt. Nicht in der Intensität,
Da haben wir vielleicht gerade mal noch ein bisschen Glück im Moment. Aber auch wir müssen uns natürlich mit dem leidigen Thema Corona auseinandersetzen. Zu Gast war außerdem Wolfram John, der Vorsitzende des Sächsischen Rassegeflügelzüchterverbandes. Ich bin ja als Ehrenvorsitzender im Bezirksvorstand auch gerne hier bei euch. Wir hätten natürlich auch gerne heute den Chemnitzer Frühling wieder mit betreut, mit Kückenschlüpf. Die schlüpfen nur bei mir zu Hause seit gestern Vormittag. Aber ich denke, das werden wir im nächsten Jahr wieder weiter so mitmachen. Der Chemnitzer Frühling sollte in der Messe Chemnitz stattfinden und wurde, wie viele andere Veranstaltungen auch, wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus abgesagt. Stattdessen funktionierte die Stadt die Messehallen zur Corona-Ambulanz um, die am 17. März für Bürger aus Chemnitz geöffnet wurde. Nicht täglich, sondern stündlich überschlagen sich die Nachrichten zum Thema Coronavirus. Wie ernst die Lage ist, wurde in der Region spätestens klar, nachdem die Stadt Chemnitz am 13. März bekannt gab, dass sie alle öffentlichen städtischen Einrichtungen schließt, Vereine mit eigenen Sporthallen aufforderte, den Trainings- und Spielbetrieb auszusetzen und Eltern bat, sich auf die Schließung von Kindertagesstätten, Schulen und Horten vorzubereiten. Ebenso am 13. März informierte Limbach-Oberfrohna, dass die Stadt als Vorsichtsmaßnahme wegen des Coronavirus öffentliche Einrichtungen schließt, darunter das Limbomar, die Bibliothek, das Echo-Museum und Schloss Wolkenburg. Alle bis Ende April geplanten eigenen Veranstaltungen wurden bis auf Weiteres verschoben. Die Gemeinde Niederfrohna gab am gleichen Tag bekannt, dass alle öffentlichen Spielplätze gesperrt sind und alle Veranstaltungen in der Begegnungsstätte Lindenhof abgesagt wurden. Die Stadt Hohenstein-Ernsthal informierte am 15. März, dass die kommunalen Sportstätten sowie das Hortbadeland bis auf Weiteres geschlossen werden. Geschlossen wurden ebenso das Textil- und Rennsportmuseum, die Stadtbibliothek und die kleine Galerie. Zudem wurden in der Kammer-Geburtsstadt zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, darunter das für den 19. April geplante Frühlingsfest. Auch andere Kommunen wie Burgstedt, Flüa, Hainichen informierten über Schließungen und Veranstaltungsabsagen. Den Bitten zahlreicher Stadtverwaltungen an die Bürger, die Ämter und Behörden nur in dringenden Fällen aufzusuchen, folgten die Mitteilungen, dass die Rathäuser für den Besucherverkehr geschlossen bleiben. Schon am Sonntag, 15. März, fielen wegen der Corona-Krise in Sachsens Kirchen Gottesdienste aus. Der Freistaat Sachsen schloss ab 18. März alle Schulen und Kindertagesstätten. Hinzu kam das Verbot von Veranstaltungen und die Schließung von öffentlichen und privaten Einrichtungen und Geschäften. Der Allgemeinverfügung des Freistaates vom 18. März, abrufbar unter www.sachsen.de, ist unter anderem zu entnehmen, dass Ausnahmen gelten für den Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Tank- und Poststellen etc. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping erklärte, dass man sich zu drastischen Maßnahmen durchgerungen hat, die das öffentliche Leben auf ein Minimum reduzieren. Das ist nötig, um die Verbreitung des Virus zu bremsen. Eine Nachricht jagt die nächste, weil die Infektionsfälle von Tag zu Tag steigen, auch in der Region. Die Bundesregierung, das Land Sachsen, die Landkreise und viele Kommunen informieren auf ihren Internetseiten ausführlich über Maßnahmen und Weiteres in Sachen Coronavirus. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Wir müssen handeln. Jetzt machen Sie bitte weiter mit. Es geht um uns alle. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet auf Straßen und Plätzen, überall dort, wo sich viele Menschen begegnen. Halten Sie Abstand, reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum. Es gilt 5 Personen aus 2 Familien. In Gegenden mit 7-Tage-Inzidenz von über 200 gelten Ausgangsbeschränkungen. Informieren Sie sich. Alle Maßnahmen und weitere Informationen im Internet. coronavirus.sachsen.de. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flüha.
Vier Musiker bewegten sich im Gänsemarsch durch die Stadtkirche St. Petri in Augustusburg. Sie wollten den Kirchturm erklimmen. Denn samstags, heißt es jetzt immer um 18 Uhr, Konzert vom Turm. So auch am 4. April. Gestaltet wurde das Konzert diesmal von Mitgliedern des Posaunenchors Erdmannsdorf. Wir wollen einfach in der Corona-Zeit den Menschen ein bisschen Mut machen und mit Musik ein bisschen Freude bereiten. Wenn alles ruht und rundherum still und leise ist, ist es eine schöne Möglichkeit, dass man die Leute erinnert. Sie sind nicht alleine, wir sind alle gemeinsam auf demselben Weg. Weil es in dieser Zeit Abstand halten heißt, war am 4. April nur ein Quartett im Einsatz. Das ist der Neumann Jörg mit der Trompete, das ist die Müller Andrea, die spielt Euphonium, und der Hiller Tobias, der spielt Waldhorn, und ich selber auch Trompete. Wir sind also ein Blechbläserquartett, das wir ganz schnell so zusammengestellt haben, und wir sind alle aus Erdmannsdorf, dort im Posaunenchor ansässig, und das macht uns Freude, hier mitzutun. Ganz besonders, weil die Musiker zurzeit nicht so viel Auftrittsmöglichkeiten haben. Im Moment ruht alles, die Chorübungsstunden ruhen, ist alles abgesagt, und wir warten auf den Startschuss, wenn es wieder losgeht. Teilweise überbrücken wir das so, dass zum Beispiel meine Frau und ich, wir spielen jeden Abend 17 Uhr nach dem Glockenschlag in Erdmannsdorf in unserem Balkon. Vier Abendlieder und Volkslieder. Inzwischen haben sich die Leute so dran gewöhnt, die freuen sich und klatschen schon. Und in Kunersdorf macht es der Neumann Jörg und der Hiller Tobias. Und in Erdmannsdorf die Müller Andrea, die spielt noch an einer anderen Stelle. So dass also am Wochenende überall Musik erklingt und auch zu spüren ist, wir sind nicht allein. Auch in Augustusburg gibt es ein dankbares Publikum. Ja, Musik, das ist auch ein bisschen Geborgenheit, Erinnerung an Zeiten, wo alles noch in Ordnung war. Und Musik ist auch innerlich aufbauend. Musik erreicht viele Herzen, Musik tröstet, ja, Musik macht auch Freude. Und ja, das würde ich so sehen. Die Musiker des Posaunenchors Erdmannsdorf werden ebenfalls am Osterwochenende musizieren. Über Ostern jetzt überlegt man, dass man an verschiedenen Stellen an dem Sonntag mal auch im Bläserquartett mit genügendem Abstand natürlich, wie das so gefordert wird, den Leuten ein bisschen Osterfreude bereiten. Und ich denke, das kommt gut an und die Leute freuen sich schon darauf. Thank you.
Mit der Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen vom 18. März erlassen aufgrund der Corona-Pandemie durften Wochenmärkte stattfinden. In der Allgemeinverfügung vom 22. März waren sie nicht mehr als Ziel von Versorgungswegen erwähnt, heißt, sie waren verboten. Mit der Verordnung vom 31. März erlaubte man Wochenmärkte wieder, mit der Auflage, dass genügend Abstand zwischen den Besuchern gewährleistet sein muss. Deswegen durfte am 4. April der Heimatmarkt in Burgstädt stattfinden, der von der Deutschen Marktgilde veranstaltet wurde. Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass am Montagnachmittag dieser Woche der Beschluss aufgehoben wurde, die Wochenmärkte geschlossen zu lassen, also dass wir wieder Wochenmärkte seit 1.4. durchführen können. Die Händler haben sich sehr gefreut und ich denke, die Kundschaft nimmt das auch mehr als positiv wahr. Der Markt war um einiges kleiner, als man im Vorfeld geplant hatte. Liegt einfach daran, dass viele Händler nach dem Beschluss, der bis zum 5.4. anhalten sollte, ganz einfach anderweitig geplant haben bzw. die Produktion runtergefahren haben. Deswegen haben wir heute hier lediglich 4 Händler. Und ich hoffe, dass das am 2. Mai zum nächsten Heimatmarkt in Burgstädt dann auf jeden Fall besser wird, was die Beteiligung an Händlern angeht. Eigentlich hatten sich 6 Händler angemeldet. 2 hatten wegen Krankheit kurzfristig abgesagt. Neben Lebensmitteln wurden auf dem Markt Pflanzen angeboten. Zwischen den Ständen war reichlich Platz, damit Kunden Abstand halten konnten. An denen mangelte es nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich hier so umschaue, dass die Leute irgendwie nur darauf gewartet haben, dass wieder ein bisschen Leben in die Stadt kommt. So einige gehen derzeit lieber unter freiem Himmel als im Supermarkt einkaufen. Ja, an der frischen Luft passiert weniger wie in einem Supermarkt. Ich sag mal so, das ist hier besser unter freiem Himmel wie bei den Supermärkten. Da kann man sich eher was wegholen wie hier in der freien Luft, weil die Leute auch alle vernünftig sind, Abstand halten und. Ist auf alle Fälle viel besser. Erstens mal ist genug Abstand hier. Die Leute, die halten sich ja besser dran wie in so einem großen Kaufhaus. Da geht es ja streckenweise ganz schön rund. Und hier wird nicht gehamstert. Hier wird das gekauft, was man braucht. Und das finde ich ganz prima. Die Supermärkte, die haben zwar auch ein paar kleine Einschränkungen, dass man dort reingehen kann und desinfizierten Wagen und mit gezählten Personen, die im Gebäude sich aufhalten können. Aber es fehlt natürlich das Markttreiben, also das klassische Markttreiben, so wie wir es jetzt hier haben. Heute haben wir einen Markt light, im nächsten Monat dann vielleicht wieder einen richtigen Wochenendmarkt. Die Wochenmärkte, die donnerstags sind, die werden natürlich in ähnlicher Art und Weise durchgeführt. Mobile Stände und vor allem nur Lebensmittel, also keine Taschen und andere Dinge, die man sonst auf Märkten findet, sondern nur die verderblichen Waren. Dass die Wochenmärkte wieder stattfinden dürfen, freut selbstverständlich die regionalen Direktvermarkter. Denn es geht ja um die Händler, um die Bauern, die ihr Zeug loswerden wollen. Gerade für die kleinen Händler ist das ja sehr gut, weil die bleiben auf ihrer Ware sonst nur sitzen, ne? Und weil der Bürgermeister vor Ort war, gleich noch die Frage, wie es bis 4. April in Sachen Corona in Burgstädt aussah. Das ist wie überall. Corona ist da. Wir haben auch Fälle bei uns in Burgstädt. Es wird auch weitergehen, es werden sich weitere Leute anstecken. Zum Glück ist es noch nicht in die Altersheime und Pflegeeinrichtungen gegangen. Das wäre dramatisch, wenn es dort reingeht oder ins Krankenhaus. Die Situation haben wir nicht. Die Leute werden dann unter Quarantäne gestellt. Dann wird die Corona-Grippe über sich ergehen lassen, will ich jetzt mal sagen. Und dann ist man wieder gesund und dann kann man wieder raus. Jeder verhält sich entsprechend und ich will hoffen, dass es irgendwann vorbei ist. Und drückt natürlich allen die Daumen, dass sie gesund bleiben bis dahin. Vom Autowäscher zum Millionär? Nee. Nebenjob Autowäscher aufgrund der Corona-Krise? Nee. Sebastian Schreier macht, was er auch beruflich macht, nämlich Werbung. Hier für eine Aktion, die eine Herzensangelegenheit ist. Der ursprüngliche Gedanke zu dieser Aktion war eigentlich, was können wir als Stadtreu-Werbeagentur für unsere Kunden bzw. für die Unternehmer in Limbach und Umgebung tun? Weil wir ja ursprünglich den Netzwerkgedanken bei unserer Stadttreu-Werbung hatten und ganz Limbach auch als großes Netzwerk verstehen. Ein Netzwerk, das ist wichtig, vor allem jetzt, wo, verursacht durch die Corona-Krise, viele Gewerbetreibende und Händler ums Überleben kämpfen.
Das Netzwerk sichtbar zu machen, war das Anliegen von Sebastian Schreier und seinen Mitstreitern. Wir produzieren diese Aufkleber. Wir haben da ein kleines Layout geschaffen mit zwei Viren und Corona-Krise 2020. Dieser Aufkleber wird dann direkt von uns kostenfrei an den Geschäften angebracht und ja, soll dann die Bürger darauf aufmerksam machen, dort sozusagen in Zukunft einzukaufen, um diese Rückstände, die durch die Krise entstanden sind, vielleicht wieder aufzuholen. Folienreste brachten ihn auf die Idee. Die Folienreste, die bei der Produktion übrig bleiben, die werden sonst dem Kindergärten und Einrichtungen zur Verfügung gestellt zum Basteln. Und da diese ja auch geschlossen haben, war der Gedanke, diese jetzt selbst zu verwerten. Und da haben wir diese Idee von Support Your Local. Und dann eben individuell für verschiedene Unternehmen. Support Your Local Tattoo Shop, Support Your Local Nagelstudio, Support Your Local Dentacon. Wir bleiben zu Hause Heroes und Support Your Local Tattoo Shop. Angepasst auf die einzelnen Sparten im Unternehmertum von Limbach. Geht man durch Limbach-Oberfrohna, sieht man schon an allerhand Geschäften die Support Your Local Aufkleber. Es ist ein Riesenansturm auf diese Kleber entstanden, wo am Anfang bloß auf die Resteverwertung Acht gegeben werden sollte. Es sind jetzt neuwertige Rollen angerissen worden und die Nachfrage bricht nicht ab und es kommen immer mehr Anfragen dazu. Die Corona-Krise bekommt Sebastian Schreier auch in seiner Firma deutlich zu spüren. Trotzdem stellt er kostenlos sein Material, seine Arbeitsmittel und seine Arbeitskraft für die Aktion zur Verfügung. Für ihn ist es der Charity-Gedanke und der lokale Gedanke, die Unternehmen ein bisschen zu unterstützen. Überwältigt ist er von der Resonanz auf die Aktion. Ja, also der Zusammenhalt der Firmen, da ist auf jeden Fall jetzt schon zu spüren. Die fragen, was können wir euch Gutes tun? Als Gegenleistung gibt es vielleicht mal was in die Trinkgeldkasse oder es kommen auch Sachgüter zurück, sage ich jetzt mal so, die als Dankeschön der Unternehmer uns zur Verfügung gestellt werden. Irgendjemand hatte, jetzt nicht mehr zu sehen, der Heinz-Tetzner-Büster am Tetzner-Museum in der Gersthofer Hessenmühle einen Schutz für Mund und Nase angelegt und damit auf den Künstler aufmerksam gemacht, der am 8. März 100 Jahre alt geworden wäre. Eigentlich sollte anlässlich des Jubiläums unter dem Titel Lebensbilder jetzt eine Sonderausstellung in der Hessenmühle zu sehen sein. Leider kam die Corona-Pandemie dazwischen, weswegen auch das Tetzner-Museum schließen musste. Das haben seit der Eröffnung 2001 schon viele Kunstinteressierte besucht. So mancher begegnete hier dem Gersthofer Ehrenbürger, der als Kriegsgefangener in Frankreich erste Aquarelle fertigte, nach dem Krieg in Weimar Kunst studierte und die Expressionisten Karl Schmidt-Rottluff und Erich Heckel kennenlernte, die ihn stark prägten. Seit 1954 lebte Heinz Tetzner wieder an seinem Geburtsort Gersthof und war freischaffend als Grafiker und Maler tätig. 1960 wurde er Dozent an der Fachschule für angewandte Kunst in Schneeberg. Auf unzähligen Ausstellungen wurden Heinz Tetzners Werke gezeigt, mehrmals auch in der kleinen Galerie in Hohenstein-Ernsthal. Seine Werke befinden sich heute in zahlreichen bekannten Sammlungen, unter anderem in Berlin, Dresden, Weimar, Chemnitz und auch in Gersthof. Hier starb Heinz Tetzner am 20. August 2007. Mit der sächsischen Corona-Schutzverordnung vom 20. April wurde es für jeden zur Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Für den öffentlichen Raum wird das Tragen empfohlen. Zu Beginn der Corona-Krise wurde nicht nur Toilettenpapier zur Mangelware, es herrschte ebenso ein Mangel an der Mund-Nasen-Bedeckung.
fatal für die, die nah am Menschen arbeiten müssen, wie zum Beispiel in Krankenhäusern oder in der Pflege. Um in dieser Situation zu helfen, hat sich die Euroakademie in Chemnitz vor einigen Wochen überlegt, wie können wir auch zeigen, wie sehr wir die Menschen, die in der Pflege und in den Behinderteneinrichtungen arbeiten, schätzen. Und haben gedacht, für uns eigentlich eine kleine Aktion, da wir hier im Haus eine Schneiderin haben, eine ausgebildete Schneiderin. Und wir wussten, dass Frau Obisch, eine Fachlehrerin in der Pflege, auch sehr gut nähen kann und das auch schon gemacht hat. Haben wir uns gedacht, wir nähen für die Pflegeeinrichtungen Masken. Ja, und nähen so am Tag so zwischen 40 und 50 Masken. Die Masken nähen war das eine. Sie mussten auch an den Mann und die Frau gebracht werden. Also wurden Pflegeeinrichtungen, mit denen wir kooperieren und mit denen auch die Euroakademie Hohenstein kooperiert und die Behinderteneinrichtungen angeschrieben und dort angefragt, ob Bedarf da ist und waren sehr überrascht über die vielen Reaktionen. Seit Anfang April werden Masken an die Kooperationspartner in verschiedenen Landkreisen ausgeliefert. Und gerade in solchen Situationen ist es wirklich sehr wichtig, dass man Hand in Hand zusammen auch weitergeht. Gerade auch durch schwere Zeiten ist es halt immer sehr, sehr wichtig, dass man wirklich sagt, man hat einen Bezugspunkt. Und gerade bei der Frau Obich, die da wirklich auch dahinter steht, muss man wirklich nur ein riesengroßes Dankeschön ausrichten, dass sie wirklich auch so dran ist und wirklich dort Tag für Tag dort mit Enthusiasmus an die Sache herangeht. Und gerade 50 Stück ist, denke ich mal, auch keine kleine Herausforderung für 3 Personen, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ne? Und deswegen auch nochmal ein herzliches Dankeschön. 2 Näherinnen und eine Büglerin arbeiten. Mit dem entsprechenden Abstand halt. Masken hätten wir ja auch da, die kann man auch aufsetzen zum Nähen. Und ansonsten wird eben immer der Abstand eingehalten. Wir verfügen auch über gutes Desinfektionsmittel und die Hände werden häufig gewaschen. Also das, was auch Lehrer letztendlich in der Pflege auch ihren Schülern vermitteln, auch wenn es nicht gerade Corona-Zeit ist. Verwendet werden zur Herstellung der Masken. Also zum einen haben wir das noch da gehabt. Das ist also Baumwolle, ist ja hier immer das Sinnvollste. Zum anderen haben aber auch von Mitarbeitern Ehepartner gesammelt. Und wir dürfen auch ins Nachbarhaus gehen. Dort ist ja die Kunterbund. Die packt uns dann auch die entsprechenden Pakete zusammen. Unterstützung gibt es viel und ein Zusammenrücken auf unterschiedlichen Ebenen. Und was eben noch nebenbei auch sehr, sehr angenehm ist, viele Pflegeeinrichtungen rufen bei uns direkt ein, auch bei Behinderteneinrichtungen. Wir haben auch mal die Möglichkeit, miteinander zu sprechen und dort auch mal mitzuerfahren, mit welchen Schwierigkeiten wirklich zurzeit auch das Leben gestaltet werden muss in den Pflegeeinrichtungen, dass eben viele zu Pflegende auch sehr, sehr einsam sind. Und das müssen halt die Pflegenden dann auch versuchen zu kompensieren. Für die Schulvorabgangsklassen kann theoretisch der Unterricht wieder beginnen. Hier werden wir, und das haben wir uns auch vorgenommen, nur Stück für Stück vorgehen. Hier in der 2. Etage, wo Sie hier sind, hier werden die Pflegenden ausgebildet. Was wird dann mit der Fertigung der Mund-Nasen-Bedeckung? Das wissen wir noch nicht. Wir haben ja in der 3. Etage viele, viele Räume. Es werden nur ganz wenige Abschlussklassen kommen und wir werden schauen, wie wir dann die Arbeit verteilen können. Wir haben auch noch im Nebenhaus die Möglichkeit, wo wir dann auch die Nähmaschinen hinstellen können. In Zeiten, in denen mitunter die Preise für die Mund-Nasen-Bedeckung in die Höhe schossen, darf man nicht vergessen zu erwähnen, dass die Bildungseinrichtung ihre genähten Masken kostenlos an ihre Kooperationspartner abgibt. Wir wünschen, dass alle Pflegenden, alle Zupflegenden, alle Menschen mit Behinderung und deren Betreuer und natürlich alle Menschen gesund bleiben. Ein besonderer Dank denen, die für den Nachschub an Mund-Nasen-Bedeckungen sorgen. Wir berichteten bereits nach Ostern von der bunten Steinschlange in Flöha. Derlei Schlange wurde auch anderswo angelegt und zum Wachsen gebracht, zum Beispiel am Rathaus in Niederfrohna. Auch hier wurden bunte Steine aneinandergereiht, um neben Farbe auch Freude in die Corona-Zeit zu bringen. Schon richtig lang ist die Schlange zwischen Limbach-Oberfrohnas Ortsteilen Oberfrohna und Rußdorf. Der Kopf der Schlange wurde am 5. April gelegt. 20 Tage später zählte man hier bereits über 2000 Steine. Und es kommen immer mehr dazu. Vor allem Kinder lassen die Schlange wachsen. Ich habe das Schild gesehen, habe es gelesen, wo ich mal hier vorbeigekommen bin. Und habe gedacht, das ist eine schöne Aktion und habe einfach mal einen Stein hingelegt. Weil meine Freundin halt angefangen hat und
Ja, und es ist auch eine schöne Abwechslung für die Schulsachen, also dass man nicht nur Schulsachen machen muss. Weil die Schulsachen wegen der geschlossenen Schulen zu Hause ohne die Schulfreunde gemacht werden müssen. Manch einer oder eine legte schon mehrere Steine an die Schlange. Weil man halt immer Ideen hat, was man auf dem Stein malen könnte und dann kann man den hier hinten hinlegen. Die Motive sind sehr unterschiedlich. Es gibt aber auch einige Vorlieben. Tiere? Also Tiere mache ich halt gerne. Die Kinder begeistern sich für die Idee der Steinschlange. Weil das Spaß macht und weil man sich da ein bisschen von dem Virus ablenken kann. Auch viele Eltern sind von der Aktion begeistert. Super toll, ne? Ja. Weil die Kinder dann auch was Schönes zur Beschäftigung haben und wir ja uns dadurch auch nicht langweilig wird. Und wir, wie gesagt, was Schönes gemalt haben, ne? Ja. Wie viele Steine habt ihr schon hingelegt? Vier. Vier Stück, ne, Ben? Ja. Ben vom Fußballverein, von seinem Lieblingsfußballverein, hat er eingemalt. Wismut Aue oder FCK? Wie heißt er? Juventus Turin. Oder Ronaldo spielt, ne? Ja. So einige Fußballfans lassen die Steinschlange wachsen. Aufmerksam wird aber auf verschiedene Sportarten gemacht. Auch andere Gemeinschaften beteiligen sich an der Aktion. Die Aktion ist eine ganz große Klasse, ist entstanden um Ostern. Familie Ulbricht Sonder hat es da oben initiiert und seitdem sind aus runden 700 Steinen 2005 Steine geworden. Ich habe gerade gezählt und ich hoffe, es wird noch immer mehr. Wir freuen uns hier als Anwohner, dass Oberfrohnau dadurch mit ins Licht rückt in dieser schweren Corona-Zeit. Viele Spaziergänger erfreuen sich an den bunten Steinen. Vielleicht wächst die Schlange noch bis nach Rußdorf. Ja, wir hoffen, dass wir das schaffen bis Rußdorf. Das wird ein ganz schwerer Fall. Jetzt sind wir hier an der sogenannten Reventelschenke, an der Gartenanlage Einigkeit. Und wir haben schon noch, 800 Meter sind es schon noch bis nach Rußdorf. Aber vielleicht schaffen wir das.
Die Holzplatte am Fenster des Kassenhauses des Freibades Hartmannsdorf und die verschmorten Gegenstände dahinter erinnern daran, dass es hier brannte. Großes Dilemma. In der Nacht vom 29. zum 30., also einen Tag vorm Hexenfeuer, ist unser Kiosk, der Eingangskiosk, die Scheibe eingeschlagen worden, Brandsatz geworfen und nahezu komplett ausgebrannt. Die äußere Hülle konnte erhalten werden, weil eine Anwohnerin das Feuer gesehen hatte und sofort die Feuerwehr alarmiert hat. Aber alle Inneneinrichtungen hinüber, auch unsere neue Kasse, die wir letztes Jahr uns erst angeschafft hatten, total ausgebrannt. Das erschwert natürlich alles andere umso mehr, weil wir ja dann auch wieder dafür Mittel aufbringen müssen, um das zu neu zu gestalten. Ne? Es ist schlimm. Vor allen Dingen, es ist auch für jeden Hartmannsdorfer nicht nachvollziehbar, wer macht sowas. Ne? Wer sorgt dafür, dass dem Verein insofern noch extra Schaden zugeführt wird, damit die Badesaison in Frage gestellt ist. Im Hartmannsdorfer Bad sollte, noch vor Corona geplant, eigentlich am 15. Mai die Freibadsaison eröffnet werden. Alles hinfällig. Der Virus hat uns gepackt und wir haben, wie man hier auch sieht, im Gelände auch noch jede Menge zu tun, weil ja in den letzten 5 Wochen nichts passieren durfte, sodass wir hoffen, dass mit der Zusage, dass in Bälde die Bäder auch geöffnet werden können, wir dann auch dazugehören und neues Ziel, sag mal 1.7. spätestens, auch wir das Bad eröffnen können. Wie die Freibadsaison 2020 aussehen wird, wusste, nachdem im Freistaat Sachsen mehrere Allgemeinverfügungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft traten, erst einmal niemand. Erster Lichtblick am 6. Mai, als man bei einer Kabinettspressekonferenz verkündete, dass Freibäder entsprechend wie die Konzepte sind, ab 18. Mai öffnen dürfen. Am 12. Mai hieß es dann, dass es schon ab 15. Mai losgehen kann. Das Freibad in Hartmannsdorf wird vom Förderverein Sportfreizeiterholungsbad bewirtschaftet. Gehören tut der Gemeinde. Ja, und da sind wir halt dann auch mit der Gemeinde hier im Boot bei diesen Bauarbeiten, die noch alle zu erledigen sind, bevor es losgehen kann. Es gibt noch reichlich zu tun, weil aufgrund der sächsischen Corona-Schutzverordnung seit März vieles liegen bleiben musste. Man sieht, das Becken ist noch vollkommen leer. Da sind noch Restarbeiten zu erledigen. Dann ist die Farbe aufzubringen. Dann muss das Becken gefüllt werden. Das dauert ca. 18 bis 20 Tage. Sodass wir auch dann, wenn der Baufortschritt ganz zügig erfolgt, der 1.7. ein eher realistischer Termin sein sollte. Und dann weiß man ja auch nicht, wie sich das mit dem Coronavirus und dem ganzen Rattenschwanz, der daran hängt, weiterentwickelt. Wenn das Freibad noch später öffnen würde, dann ist die Saison gelaufen. Ja. Für 3 oder 4 Wochen zu eröffnen, das bringt nicht, weil das kostet dann einen Haufen Geld. Und wenn du keine Erlöse erzielst, betrifft dann den Verein genauso gut wie ein Wirtschaftsunternehmen, dann wird nichts. Auch wenn wir natürlich von der Gemeinde die bestmögliche Unterstützung kriegen, aber du brauchst eine Saison, um einigermaßen finanziell über die Runden zu kommen. Zahlreiche Arbeiten müssen in dem Freibad jedes Jahr neu ausgeführt werden. Eine größere Arbeit ist tatsächlich das Becken. Die Endreinigung, Ausbesserung da, wo Schäden sind, was betonmäßig gemacht werden muss. Und dann neue Farbe an. Kosten ca. 5.000 Euro. Und das ist noch zu erledigen, bevor Wasser reinkommt. Logisch. Und das machen wir jedes Jahr. Und wenn wir halt nur einen Öffnungszeitraum von 3-4 Wochen hätten, rechnet sich das überhaupt nicht. Ne? Also wir brauchen eine ganze Saison, auch die Einnahmen, damit sich das, was wir an finanziellen Ausgaben haben, zur Erhaltung des Bades überhaupt rechnet. Zur Erhaltung des Bades finden sonst auch jährlich die verschiedenen Veranstaltungen statt. Das Hexenfeuer ist ja schon dem Virus zum Opfer gefallen am 30.04., was ja bei uns schon Tradition ist, schon über 10-mal durchgeführt. Die Kindertagsfeier zum 1.6. wird ins Wasser fallen, weil das natürlich dann dort genauso wenig geht. Die musikalischen Veranstaltungen, da wissen wir nicht, hängt davon ab, eröffnen wir, dann kann das auch 2 oder 3 Mal passieren, es ist terminiert. Also es könnte alles stattfinden, vorausgesetzt der Termin 1.7. bleibt bestehen. Zurzeit laufen zahlreiche Arbeiten in dem Freibad. Neben Verschönerungen werden auch Neuerungen vorgenommen.
So entsteht ein Grillbereich, um einen Sicherheitsabstand zwischen den Grillmeistern und den Hungrigen zu schaffen. Hungrig ist so mancher Stammgast, darauf endlich wieder vom 10-Meter-Turm ins Wasser springen zu können. Warten darauf, dass bei der Parkeisenbahn im Chemnitzer Küchwald die Türen geöffnet werden. Am 22. Mai startete die Parkeisenbahn in die Fahrsaison. Die 2020er dürfte seit Bestehen der Einrichtung, der erste Zug vor 1953, die außergewöhnlichste sein. Schon der Start. Wir haben also schon erhebliche Verzögerungen. Wir wollten am 26. März offiziell in die Fahrsaison starten. Das war nicht möglich. Heute klappt es, Gott sei Dank, kann es jetzt losgehen. Aber es gibt natürlich wie überall in der Gesellschaft die üblichen Einschränkungen wegen der Pandemie. Wegen der Corona-Pandemie musste man nicht nur später, sondern auch anders starten als gewohnt. Ja, die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln gelten auch bei uns. Und das hat natürlich Konsequenzen. Schon am Eingang müssen wir die Leute separieren, dass sie sich also nicht zuhauf an der Fahrkarte stauen. Dann geht es weiter im Zug, haben wir jedes zweite Abteil abgesperrt, damit dort die Abstandsregel schon mal von der Sicherheit eingehalten werden. Und das verringert natürlich unsere Platzkapazität um die Hälfte. Und dann muss man ja noch darauf achten, dass ja nur Familien zusammen in einen Abteil können. Das kann auch noch mal zu erheblichen Sitzplatzeinbußen führen. Ein Detail hat man sich, Corona zum Trotz, zum Start der Fahrsaison bewahrt. Das Durchschneiden des berühmten weißen Bandes. Gut, dann freuen wir uns dennoch auf eine erfolgreiche Fahrsaison. Und ich bitte unsere Gäste um den Banddurchschnitt. 100. Waren sonst, ganz besonders zum Saisonstart, viele Parkeisenbahner im Einsatz, muss nun mit weniger der Fahrbetrieb vonstatten gehen. Wir haben natürlich noch jede Menge Parkeisenbahner in Reserve, die sind auch alle bereit zum Dienst. Aber auch hier gilt natürlich für unsere Parkeisenbahner unsere Sorgfaltspflicht. Und wir haben ja begrenzte Möglichkeiten im Gebäude, sodass wir also da auch darauf achten müssen, dass sich die Parkeisenbahner nicht selbst gegenseitig auf dem Fuß stehen. Und versuchen damit in einer Mindestbesetzung zu fahren, was in der Regel 5 bis 6 Parkeisenbahner pro Schicht sind. Gefahren wird durch den Chemnitzer Küchwald relativ normal im Sinne von unseren Fahrplanmöglichkeiten. Es wird aber nur einfache Fahrten geben, um einfach den Andrang dann auch abbauen zu können, um da keinen Stau entstehen zu lassen. Die Kapazität, hatte ich schon erwähnt, ist gering. Ansonsten gilt der Fahrplan, wie er bekannt ist und auch im Internet nochmal steht. Die einzige Änderung ist, dass wir im Juni nicht wie sonst üblich schon früh fahren, sondern erst wieder am Nachmittag, so wie heute. Das liegt daran, dass wir im Juni immer sehr viele Fahrten von Schulklassen und Hortgruppen hatten, die aber in diesem Jahr alle nicht kommen werden. Nicht nur das fiel und fällt weg, sondern dazu zahlreiche Veranstaltungen. Osterfahrten, Hexenfeuer, Ballonfest etc. Jährlich Highlights im Terminkalender, zu denen man mehr Fahrgäste begrüßte als an gewöhnlichen Fahrtagen. Trotz der Einbußen, die es allein seit 26. März gab, ist Fakt. Preise sind stabil wie in den letzten Jahren. Gut, durch die verspätete Saisoneröffnung haben wir natürlich erhebliche Einbußen im fünfstelligen Bereich. Wie sich das bis zum Jahresende noch gegebenenfalls ausgleichen lässt, ist offen. Wird aber schwierig werden, das wieder aufzuholen. Für alle, denen die Chemnitzer Parkeisenbahn am Herzen liegt, hat man im Eingangsbereich unsere Spendenlaterne aufgestellt mit dem entsprechenden Hinweis hier, dass wir also schon darum bitten, vielleicht zu dem geringen Fahrgastbeitrag noch eine kleine Spende mit in unsere Spendenlaterne zu werfen, damit wir dieses Defizit, was jetzt gerade besteht, ausgleichen können. Mal schauen, wie es unsere Fahrgäste annehmen. Ist natürlich freiwillig. Ja, Souvenirverkauf gibt es auch wieder. Wir wollen aber versuchen, dass unsere Parkeisenbahner nicht zu sehr mit den Fahrgästen in Kontakt kommen. Und deswegen gibt es die Souvenire mit an der Fahrkarte zum Erwerb, aber ansonsten das Sortiment, was also bekannt ist. Sonst waren die Fahrten durch den Chemnitzer Küchwald zum Saisonstart kostenfrei. Dass das 2020 nicht der Fall war, dafür hatten die Fahrgäste Verständnis. Von denen so einige gleich mehrere Fahrkarten kauften, um das nachzuholen, was ihnen in den 2 vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie entging. Eine besondere Mund-Nasen-Bedeckung machte darauf aufmerksam, was am 4. Juni passierte. Die Grundsteinlegung für das Kamai-Haus-Depot. Eine lange Geschichte. Das Ganze geht zurück bis ins Jahr 2009. Vielen Dank, bitte höher halten. Sie halten. Ne? Bis ins Jahr 2009
Denn da hatten wir eine Stadtratssitzung und haben einen Beschluss gefasst, dass wir die Markensammlung, die Indianistik- und Westernsammlung durch Silberbüchse e.V. unterstützen wollen. Und bereits 2009 haben wir natürlich darüber diskutiert, wie können wir denn das Ganze mal zeigen, wo bringen wir die Sammlung unter. 3 Jahre hat es dann gedauert, bis wir wieder damals im Verwaltungsausschuss über das Projekt gesprochen haben. Damals unter dem Titel Entwicklungsmöglichkeiten für Karl May unter der Nutzung der Gebäude Karl May Straße 48, 50 und 52. Also genau hier, wo wir stehen. Es gab mehrere Aktionen, Ideen zusammenzutragen, zu präsentieren und zu diskutieren. Wir haben da 5 Varianten vorgestellt, der Herr Weber weiß es noch ganz genau, und haben uns auf einen Kompromiss verständigt. Keine große Variante, sondern ein Depot mit Foyer, mit kleinem Ausstellungsbereich auf dem Grundstück der Karl-May-Straße 50 und 52, um die vorhandenen Sammlungen ordentlich einzulagern und die besten Stücke zu präsentieren. Anfang 2015 wurde der Auftrag vergeben, ein Vorplanungskonzept zu erstellen. Also einen Entwurf zu machen für das, was wir hier vorhaben. Am 28. April 2015, auch das ist immer noch länger als 5 Jahre her, haben wir uns im Stadtrat zu diesem Vorplanungskonzept verständigt und haben beschlossen, dass das die Grundlage für die weitere Bearbeitung des Investitionsvorhabens sein soll. Der nächste Schritt, Fördermittel vom Land und vom Bund zu bekommen. 2017 dann war es soweit, dass wir gesagt haben, wir können weitere Schritte unternehmen. Und damals haben wir dann die Planungsleistungen der Leistungsphase 1 bis 9 an Raum und Bau vergeben und haben auch dieses Grundstück, auf dem wir heute stehen, zu einem symbolischen Preis von 1 Euro erworben. 2017 war das. Im Dezember 2017 hatten wir dann auch viele Vorschläge, die es ja gab, in den Entwurf eingearbeitet und hatten dann gesagt, das vorgelegte Planungskonzept ist die Grundlage für die Projektvorbereitung und Bauausführung hier an diesem Standort. Im Februar 2019 hatte man den Bescheid in der Hand. Das Gesamtvorhaben mit einem Volumen von rund 2,1 Millionen Euro, 900.000 Euro davon als Fördermittel vom Bund, 978.000 Euro als Fördermittel vom Freistaat. Der kommunale Eigenanteil damals mit rund 200.000 Euro angegeben. Rund 2,1 Millionen Euro wollen wir hier verbauen. Und Sie sehen schon, dass ein großer Teil, der Löwenanteil, 90% vom Freistaat und vom Bund kommen. Im Sommer 2019 begann der Abriss der Häuser Karl-May-Straße 50 und 52. Die Bausubstanz gab es nicht mehr her, die Häuser zu erhalten. Deswegen an deren Stelle der Karl-May-Haus-Anbau. Der Anbau wird dringend benötigt. Endlich schaffen wir einen barrierefreien Zugang zum Karl-May-Haus. Wir bauen einen Aufzug ein und schaffen damit auch eine Erreichbarkeit, eine barrierefreie Erreichbarkeit aller Etagen. Wir bauen einen 2. Rettungsweg an. Wir schaffen eine zeitgemäße Depotfläche für die Sammlungen und Exponate, die wir alle haben. Und zusätzlich entsteht, wenn auch ein sehr kleiner, Ausstellungsbereich für die besten Stücke, die wir gern zeigen wollen. Im Areal rund um das Karl-May-Geburtshaus gibt es noch andere Veränderungen. Das Nebengebäude wird durch einen privaten Investor saniert und zu Wohnzwecken ausgebaut. Hier im hinteren Bereich soll noch ein Spielplatz errichtet werden. Die städtische Investition mit Geldern von Freistaat und Bund ist aber auch eine riesige Wirtschaftsförderung für unsere Region und die Unternehmen hier. Denn sowohl die ganzen Planer als auch die Baufirmen kommen natürlich nicht aus Portugal oder aus Polen, obwohl ich nichts gegen portugiesische und polnische Baufirmen habe, sondern die kommen natürlich hier aus der Region. Und jeder Cent, den wir hier ausgeben, stützt und fördert unsere Wirtschaft. Und ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten besonders wichtig. Und dann kam auch schon die Grundsteinmetallhülse angeschwebt, die man mit Dingen für die Menschen der Zukunft füllte, falls die, warum auch immer, irgendwann mal auf den Grundstein stoßen. Wir haben natürlich Publikationen des Karl-May-Hauses drin, wir haben Publikationen zur Stadt drin. Und da das Volumen natürlich begrenzt ist, haben wir uns erlaubt, in der Hoffnung, dass man in 500 Jahren, wenn das Depot 2. entsteht, diesen SD-Stick noch lesen kann. Also wir haben reichlich Informationen darauf, inklusive Baupläne,
Also es wird für die richtig interessant. Ja. Damit das Jahr 2020 richtig zur Geltung kommt. Erlauben wir uns natürlich so ein kleines Schnüppentischel noch mit reinzutun, damit die wissen, was überhaupt Phase war zu dieser Zeit. Dann wird die Sache zugemacht, die wird noch verlötet. Und dann wünsche ich den zukünftigen Generationen viel Spaß, wenn sie es hier wieder rauspickern, rausbuddeln oder was auch immer. Wir hoffen ja, dass hier so ein ordentlicher Bau entsteht, um den uns übrigens nicht nur die Sachsen und nicht nur die Museumsleute beneiden, sondern wir werden ringsherum beneidet, dass wir das überhaupt noch in der Reihe kriegen. Und ich bin richtig froh, dass all die Arbeit, die wir bis jetzt geleistet haben, die Vorarbeiten zu dem Ergebnis geführt haben. Und ich denke, spätestens nächstes Jahr, wenn nicht vorher zum Richtfest, werden wir uns wieder hersehen. Und dann werden wir alle Väter des Erfolges hier begrüßen. Und ich freue mich drauf. Neben dem obligatorischen Stillhalten für Pressefotos gab es vom Oberbürgermeister den Grundsteinspruch. Und so ist es heute noch Sitte, dass man auf des Grundsteins Mitte drei Schläge mit dem Hammer tut, dass er fest und sicher ruht. Die traditionellen Schläge führten die Vertreter der Geldgeber aus. Möge der Bau, der mit dieser Grundsteinlegung begonnen wurde, glücklich vonstatten gehen und sich glücklich vollenden. Lieber Jan, du darfst den ersten machen. Ich darf den ersten machen. So, die Kabel ist schon hart. Ja, ne, hier in der Mitte. Ja, ja, das ist schon wahr. Okay. Lieber Marco. Ich weiß nicht, ja, wir haben ein bisschen mit hier. So. Und ich zum Abschluss natürlich den dritten Schlag. Auf gutes Gelingen. Danke. Es war keine Sonne am blutroten Himmel, sondern eine von zigtausend Lampen, die am 22. Juni ab 22 Uhr in ganz Deutschland Bauwerke und Denkmale in rotes Licht eintauchen ließen. Es hieß Nights of Lights als Protest oder als Hilferuf. Es geht um die Eventbranche, die ja als erstes zumachen musste und jetzt immer noch nicht aufmachen darf und demzufolge keine Zuschauer hat und halt auch große Einbußen in den Einnahmen. Im Grunde sind die, die hauptberuflich in der Eventbranche tätig sind, wegen den Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie seit Mitte März arbeitslos. Sämtliche Aufträge sind weggefallen und das Problem in unserer Branche ist, dass wir nicht auf Halde produzieren können. Also wenn die Termine ausfallen, sind sie ausgefallen. Wir können jetzt nicht vorproduzieren, das fällt dann einfach aus. Wir müssen dann wirklich auf einen Neustart warten. Beziehungsweise nächstes Jahr, wenn wieder hoffentlich alles funktioniert. Peter Henschel und Rai Krottloff von der Unternehmenskooperation PR Sound und Light Project nutzten die Fassade des Textil- und Rennsportmuseums, um ein Signal in Richtung Politik zu senden und darauf aufmerksam zu machen, dass die Veranstaltungsbranche in großer Existenznot ist. Also wir haben dieses Jahr relativ volle Auftragsbücher gehabt und haben dementsprechend der Corona-Krise geschuldet, fast einen Ausfall von 100% der Aufträge. Wir als Techniker bedienen Volksfeste. Wir selber haben einen Exklusivvertrag mit einer Partyband und würden die ganze Umgebung, Hohenstein, Gersdorf, Kirmes feiern, alles somit bedienen. Nebenberuflich in der Eventbranche tätig sind die, die in Burgstedt das alte Amtsgericht in rotes Licht tauchten. Ja, wir sind also hauptsächlich mobile DJs hier in unserem kleinen Kreis, die heute Abend hier beteiligt gewesen sind. Wir machen auch ein bisschen Veranstaltungstechnik, aber wie gesagt, das Augenmerk ist auf DJ-Tätigkeiten gelegt, Familienfeiern, kleine Vereinsfeste, Stadtfeste, sowas sind wir hauptsächlich am Start. Uns hat es insofern alle betroffen, als dass wir seit Mitte März keinerlei Veranstaltungen mehr machen durften. Wenn auch im Nebenerwerb, fiel für so manchen seit März so einiges weg. Ja, es gibt durchaus Kollegen, die haben in der Woche so zwei Veranstaltungen trotzdem gemacht, Freitag, Samstag. Das kann man sich schon ausrechnen, ne? Und die Monate gesehen. Zur Eventbranche gehören auch die Kulturhäuser, wie die Stadthalle in Limbach-Oberfrohna, die sich am 22. Juni selbst in rotes Licht tauchte. Seit Mitte März mussten auch hier zahlreiche Veranstaltungen ausfallen. Und jetzt sind noch die Abibälle mit betroffen, die auch nicht so richtig stattfinden können. Das, was zurzeit stattfinden darf, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Im Moment können nur kleine Veranstaltungen stattfinden mit vielleicht 100 Personen. Night of Light, ein flammender Appell an die Politik. Gewaltig in der Farbe und ringsherum ganz still. Ja, stiller Protest heißt also nur diese
Illumination in Rot, das was abgesprochen war, also komplette rote Beleuchtung ans Gebäude. Wir haben dann noch einen Schriftzug mit Laser projiziert, also das Logo angeworfen und unsere beteiligten Kollegen namentlich mit erwähnt. Das war im Prinzip die ganze Aktion. Es gab ja keine Musik, nichts zu essen, nichts zu trinken, einfach nur was Optisches. An manchen Orten gab es ein stilles Publikum, wie am Hohenstein-Ernsthaler Textil- und Rennsportmuseum. Der eine oder andere verewigte den Abend für die Geschichtsbücher. Und was wird er für die Zukunft bringen? Tja, also gibt es die Sache, was wir uns gerne wünschen und die Sache, was wir befürchten. Befürchten ist natürlich, dass dieses Jahr nicht mehr viel passieren wird in der Richtung, dass wir also auch dieses Jahr kaum was machen können, machen dürfen. Wir hoffen natürlich, dass es irgendwann mal wieder normal zugeht. Und gucken halt dann weiter, wie es sich entwickeln wird. Also wir hoffen ganz stark, dass die Politik ein Zeichen setzt und auch Kleinunternehmen, denen der Zugang zu Corona-Hilfen völlig versperrt bleibt, dass denen eine Perspektive gesetzt wird. Es sieht ja so aus, dass für Kleinunternehmer im Nebenerwerb gänzlich die Corona-Hilfen versorgt werden. Wobei jedoch die Kosten, Fixkosten für Miete, Finanzierungen und so weiter trotzdem weiterlaufen. Und das muss ja alles irgendwie bestritten werden. Bleibt zu hoffen, dass dieses Zeichen Gehör findet. In der Größenordnung denke ich schon, also wie gesagt, über 8000 Teilnehmer deutschlandweit mit auch über 8000 Gebäuden. Vielen über 100.000, die wohl an einem Livestream heute sich beteiligt haben, also geguckt haben. Und mittlerweile auch europaweit, also Resonanz erfolgt ist. Ein Weg aus der Krise sollte schnell gefunden werden. Oder wie die Organisatorin von Night of Light es ausdrückten, die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht. Lieber Sachsenring als Ehering! Jedes Jahr trafen sich am Grand Prix-Wochenende verrückte Motorsportfans am Sachsenring. Eine große Familie, die nicht nur den Motorsport auf der Traditionsrennstrecke genoss, sondern genauso den Trubel auf den zahlreichen Grand Prix-Festmeilen. Auch auf das Rennwochenende 2020 freuten sich die Sachsenring-Fans. Doch leider fiel das den Corona-Pandemie-Beschränkungen zum Opfer. So, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid und wir laufen jetzt mal los. Ja? Nicht jeder mochte an dem geplanten Grand Prix-Wochenende ganz auf den Sachsenring verzichten. So einige beteiligten sich an der Aktion, die am 21. Juni gegen 14 Uhr startete. Zu der Zeit, als eigentlich die Königsklasse der Motorrad-WM am Start gewesen wäre. Also die Idee kam mir und mein Bruder eigentlich, weil wir am Sachsenring spazieren gehen wollten zum Renntag, wenn es schön ist. Und dann hatte ich die Schnapsidee, dass ich so einen Flyer erstellen lasse und dann halt mal in der Netzwerke im Facebook und so teil. Und ja, da haben sich dann relativ viele Leute drauf gemeldet, dass die das eine gute Idee finden und alle mit am Start sind. Der Sachsenring ist für die Fans nicht nur eine Rennstrecke. Alles. Leben, Freude, Spaß. Heimat. Heimat, wir sind ja zu Hause, also ein paar Meter weiter weg, aber das ist halt trotzdem Heimat und das Rennen gehört daher. Und das muss theoretisch jedes Jahr stattfinden. Gut, dieses Jahr hat es einen anderen Grund gehabt, dass es nicht stattfindet, aber nächstes Jahr umso mehr Leute. Vielleicht schaffen wir 300.000. Mal sehen, man weiß es nicht. Das ist der Wahnsinn da. So was erlebt man sonst nirgendwo. Das ist der Hammer. Einfach. Unser Leben. Motorsport vom Feinsten. Ja, Motorsport vom Feinsten. Sachsenring ist unser Leben. Von den Fans hier. Wir sind eine große Familie. Und das ist eigentlich der ähnliche Punkt, wo alle Leute friedlich zusammenhalten. Und wir uns immer jedes Jahr wieder treffen. Und eine schöne Zeit zusammen haben. Am Spaziergang rund um den Sachsenring am 21. Juni beteiligte man sich. Weil wir wollen, dass es auf Sachsenring weitergeht. Ja. Weil ich genauso Biker bin und seit 1962 hier zum Sachsenring komme. Weil ich Motorradfahrer bin und der Sachsenring weiter erhalten werden muss. Ja, weil wir es schon sehr schade finden, dass es wegen der ganzen Corona-Situation dieses Jahr nicht zum Rennen kommt. Und wir natürlich total unterstützen und hoffen, dass es 2021 genauso wird wie 2019, wo wir das erste Mal dabei waren und meine Mutti natürlich total in den Bann gezogen hat. Der Sachsenring ist spitze. 14 Uhr, MotoGP, wir sind da. Weil wir schon seit Jahrzehnten hier sind, um das Rennen hier am Sachsenring zu halten, weil das ja auch gehört.
Auch die, die erst neu die Traditionsrennstrecke für sich entdeckt haben, begeistert. Alles, also die ganze Atmosphäre, über 200.000 Leute innerhalb von 3 Tagen, die hierher kommen und alle das Gleiche wollen und fühlen. Und das kann einen nur mitreißen. Alles andere würde man gar nicht verstehen. Also es ist schon echt eine super Feier hier und die Leute sind alle super top. Also wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn es wieder losgeht und wir dann hoffentlich unser großes Idol machen.